Hol dir dein Coke für die heißeste Phase der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Anpfiff zur zweiten Halbzeit bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. 32 Spiele sind bereits absolviert und genauso viele folgen noch. Und wir starten heute mit den Partien Uruguay gegen Russland und Saudi-Arabien gegen Ägypten. Und zur Einstimmung haben bei uns auf der Expertenbank wieder zwei Hochkaräter Platz genommen, die eigentlich nicht vorstellen muss. Ich tue es höflichkeitshalber trotzdem. Auf der linken Außenbahn heute der Edelzangler der Wiener Austria, Felix Gasserlich. Hallo. Hallo, grüß dich. Und in bewährter Manier der Panther, hallo. Michi Konsel, der sich hoffentlich wieder erholt hat von seiner leichten persönlichen Schmach der Argentinier. Wir haben uns zuletzt bei der Niederlage von Argentinien getroffen. Damals warst du tatsächlich ein bisschen angezählt, gell? Ja, ich war ehrlich gesagt angezählt, weil sie haben viel probiert. Es ist leider gar nichts gegangen und sie sind leider Gottes weit hinter den Erwartungen. Aber vielleicht schaffen sie doch noch den Sprung ins Achtelfinale mit viel Glück und dann machen sie den Durchmarsch. Du bist jedenfalls nach wie vor optimistisch, offensichtlich. Also gut, um Argentinien werden wir uns dann gesondert kümmern, sozusagen. Die Konstellation, die wir heute hier auf der Expertenbank vorfinden, ist aus einem anderen Grund ganz interessant, weil die beiden Länder, in denen die beiden Herrschaften die vielleicht wertvollste sportliche Zeit verbracht haben, sind beide nicht bei der WM dabei. Felix Gasserlich war Meister mit Ajax Amsterdam, Michi Konsel Torhüter der Serie A der Saison bei der AS Roma, weder Holland noch Italien sind bei der WM dabei. Wie geht es euch beiden, Felix? Wenn du deine Holländer... Mir geht es ganz schlecht, weil die Holländer natürlich von der Qualität dabei sein müssten. Aber sie haben in den letzten Jahren eigentlich ihre Qualität verludert. Die sehr guten Spieler sind in die Jahre gekommen, zum Beispiel der Robben. Aber sie haben nicht versucht, diese älteren Spieler zu ersetzen. Sind dann auf Mannschaften getroffen, wo sie geglaubt haben, das schaffen wir locker. Zum Beispiel eben die Schweden. Und das war halt dann nicht der Fall. Und dann sind sie meistens dann aus dem Ruder gelaufen, die Holländer, auch im Verband. Und sie haben halt alles probiert, aber es ist einfach zu wenig, wenn du dich auf ältere Spieler verlässt. Mhm. Michi, auch dein italienisches Herz blutet, kann ich mir vorstellen. Ja, wenn ich mir so die Mannschaften teilweise anschaue, also da könnte Italien oder auch Österreich könnte da locker mithalten. Es tut besonders weh, natürlich Italien. Das ganze Land trauert nach wie vor. Also ich bin ja sehr oft unten und da sieht man schon, wie weh das eigentlich tut, dass Italien nicht dabei, genauso wie Holland nicht dabei ist. Das sind einfach zwei riesengroße Fußballnationen, die dem Fußball einfach fehlen. Sie haben sich auch leider nicht verdient, weil sonst am sportlichen Weg ist es einfach nicht gelungen. Die Italiener haben sich auch die Zähne ausgebissen an sehr defensiven Mannschaften, haben ihre Chancen nicht genutzt und dann im Konter ist es dann relativ einfach, wenn man Raum hat und den Konter gut zu Ende spielen kann, ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn man Raum vorfindet, als wie du rennst dauernd gegen eine Menschenmauer an. Andere Großmächte sind bei der WM dabei, haben aber durchaus auch mit Problemen zu kämpfen. So ist zum Beispiel bisher nur ein Weltmeister aus den letzten 48 Jahren vorzeitig sozusagen fürs Achtelfinale qualifiziert. Wir starten ja jetzt quasi in den letzten Durchgang der Gruppenphase, nämlich Frankreich. Andere wie Deutschland, Brasilien, Spanien und vor allem Argentinien haben mit großen Problemen zu kämpfen. Felix, was sagt uns das über den bisherigen Verlauf der WM? Naja, an und für sich ist diese WM eine Taktik-WM, meiner Meinung nach, weil die kleineren Mannschaften, so wie der Michi schon vorher gesagt hat, auch für die Italiener ganz schwierig war in der Qualifikation, dass sich die alle mit 8, 9 Leuten hinten positionieren. Das heißt, die offensiv starken Kräfte haben keinen Platz, damit sie spielen können. Das kann man jetzt mit Argentinien, Deutschland hat man das gesehen, die Schwierigkeiten mit Mexiko, auch gegen die Schweden wieder. Und diese Mannschaften, diese ehemaligen Weltmeister, bräuchten 2, 3 sehr gute Spieler, die miteinander spielen können. Aber leider gibt es bei Argentinien den Messi, dann haben wir den Ronaldo bei Portugal. Die Spanier haben überhaupt, sage ich, einen herausragenden Spieler. Bei Deutschland ist auch keiner mehr dabei, sondern alles aufs Kollektiv. Und du brauchst, wenn du so einen defensiven Gegner schlagen willst, also wie die ganzen Mannschaften, brauchst du einen Mann, der das Spiel alleine entscheiden kann. Und das haben diese ehemaligen Weltmeister momentan nicht. Wobei der Messi, glaube ich, ein bisschen sozusagen auf die Seite gestellt wird von der kompletten Mannschaft. Wer findet überhaupt keine Bindung?
zum Spiel. Ein anderes Faktum habe ich mir auch noch rausgesucht zur ersten Mini-Bilanz sozusagen dieser Weltmeisterschaft, das vielleicht, Michi, für dich als Torhüter nicht ganz uninteressant sein dürfte. Bisher hat es in 32 Spielen schon 16 Elfmeter gegeben. Das ist mehr als 2014 und 2015, jeweils 2010, Verzeihung, jeweils gesehen über die gesamte Weltmeisterschaft. Es geht offenbar ganz hitzig zu in den Strafen. Ja, ich muss ehrlich sagen, es müssten noch mehr Elfmeter sein, weil es gibt dieses Gerangel zum Beispiel, wir haben es zuerst gerade besprochen. Es wird da geklammert, niedergerissen fast, wie die Judoka eigentlich. Und das wird nicht geahndet. Und gerade bei den kleineren Mannschaften, die natürlich von der Psyche her auch im Vorteil sind, weil sie haben nichts zu verlieren. Sie schmeißen alles rein, was sie haben, gerade in den ersten Spielen. Und da tut man sich natürlich extrem schwer, wenn es so dicht ist. Noch dazu kommen diese Aktionen oder Situationen, wo sie teilweise unfair agieren im Strafraum. Die Spieler halten bei jedem Corner, bei jeder Standardsituation sieht man das ganz deutlich, dass da extrem gehalten wird und teilweise auch zu viel. Und warum da nicht der Videobeweis dazu genommen wird, also es müssten eigentlich zu der Frage, es müssten wesentlich mehr Elfmeter noch gepfiffen werden. Stimmst du ein? Müsste der Videoschiri aktiver sein? Nicht nur, da gebe ich Michi vollkommen recht, nicht nur im 16 Meter, auch manchmal müsste der Videobeweis auch im Spiel direkt eingesetzt werden, weil ich weiß nicht welche Partie, aber ich glaube das war Mexiko, wo sie das Foul gemacht haben und dann ist aus diesem Kontakt, der Chicharito ist 2:1, war ja ein Foul, ein ganz klares Foul im Mittelfeld, also hätte es müssen eigentlich für den Gegner einen Freistoß geben. Und daher brauche ich einen Video, sonst brauche ich ja keinen Videobeweis, wenn ich so etwas toleriere. Ja, dann muss das auch geahndet werden und das Tor aberkannt werden. Aber nur im 16 Meter immer schauen, dass ich da dann den Videobeweis einsetze, ist meiner Meinung nach zu wenig. Und was der Michi auch ganz richtig gesagt hat, dieses Gerangel. Und wenn man die Iraner gesehen hat, wie sie die gegen die Spanier, glaube ich, Spanier, das war eine Katastrophe. Wegen jeder Kleinigkeit sind sie hingefallen, sind gelegen, haben provoziert, haben gestoßen, haben gerangelt, da muss der Schiedsrichter einfach mehr Macht haben, durch den Videobeweis, dass er auch solche Spieler, die so schauspielerische Tätigkeiten am Platz vollführen, einmal gelb, zweite Mal tschüss, auf Wiederschauen. Alles klar. So, aber nur ein kurzes Beispiel, zum Beispiel Belgien-Tunesien. Ja? Da haben die Tunesier versucht mitzuspielen. Wie geht's aus? Da kriegt es die Hütte vor. Genau. Ja? Und deswegen spielen ja alle so, weil sie genau wissen, wenn sie da mitspielen, dann haben sie keine Chance. Jetzt stehen sie hinten drinnen, was natürlich unglaublich schwer ist. Dass jeder, der Fußball gespielt hat, weiß das. Dass wenn der Raum so eng gemacht wird, dann ist es für jede gute Mannschaft schwer. Wenn man sich Spanien anschaut, das ist eine technisch unglaublich starke Mannschaft. Und die tun sich extrem schwer. Warum? Weil sehr wenig Raum da ist. Das ist wie beim Handball. Ja? Wie beim Handball. Powerplay. Stehen, die Schweden sind gestanden. Man sucht den Kreisläufer sozusagen. Ja, stehen sie. Genau. Spannende Einblicke. Wir müssen trotzdem in Medias Res gehen und uns um die heutigen Partien kümmern. Es geht los mit Russland gegen Uruguay. Uruguay gegen Russland heißt es richtigerweise. Es geht um nicht weniger als den Gruppensieg in Pool A. Und Russland war so stark wahrscheinlich nicht zu erwarten, Michi. Nein, überhaupt nicht. Also Vorbereitung einer Katastrophe, auch gegen uns. Also ein ganz anderes Auftreten wie in den Vorbereitungsspielen. Gerade die Russen haben wir ein bisschen beobachtet, weil sie natürlich gegen Österreich auch gespielt haben. Und die haben eine Vorbereitung hingelegt, das war grauenhaft. Ja. Also das hat mit dem Spiel, wie sie jetzt da auftreten, überhaupt nichts zu tun. Und dann einmal der Staatspräsident hat sich irgendwas erwartet von dieser Mannschaft. Sogar der Putin hat gemeint, es soll nicht geben, was möglich ist, aber wirklich erwarten tut er sich nichts. Nein, es ist natürlich, wenn du das erste Spiel so gestaltest, dann und gewinnst, dann hast du natürlich enormes Selbstvertrauen und noch dazu im eigenen Land, also das beflügelt schon und das setzt einfach Kräfte frei. Aber man muss es auch so sehen, das waren keine wirklich starken Gegner bis jetzt, also heute wird es anders ausschauen. Auf jeden Fall heute wird man ein bisschen mehr sehen vielleicht. Genau. Und trotzdem gibt es zwei interessante Zahlen, die die starke Performance der Russen durchaus augenscheinlich illustrieren. Zum einen haben sie bisher 8 Treffer erzielt und damit mehr als in den letzten beiden Weltmeisterschaftsteilnahmen zusammen. Und zum zweiten ist Russland das laufstärkste Team der bisherigen Weltmeisterschaft. 238 Kilometer haben sie zusammen bisher zurückgelegt. Der Felix nickt ganz interessiert. Wie viele Kilometer bist du so durchschnittlich in einer Partie gelaufen? Die hätte ich nicht geschafft. Ich bin selber überrascht, dass die Russen wirklich so viele Kilometer laufstark sind. Ich bin kein Statistiker, aber für mich hochinteressant, weil ich glaube,
Das erste Spiel war ein bisschen für die Russen hergerichtet, Russland, Saudi-Arabien. Ja. Also, dass die WM gut startet, aber dass es so viel gelaufen ist, Hochachtung, muss auch sagen, der Spieler von Villarreal und der Nummer 17, die sind wirklich gute Fußballer. Cheryshev und der, die Nummer 17. Und die machen das Spiel. Und ich bin also, ich hoffe, dass die Russen weit kommen, aber ich schätze, es spielen gegen den ersten oder zweiten, jetzt Spanien oder Portugal. Es wird halt dann schon. Wird da auf jeden Fall spannend. Allerdings spannend, ist das Selbstvertrauen in der Mannschaft offenbar sehr ausgeprägt, weil der bisher zweifache Torschütze Juba hat gemeint, wir streben jetzt definitiv nach dem Maximum und einen klaren Favoriten gibt es bei der Weltmeisterschaft sowieso nicht. Ist das gesundes Selbstvertrauen oder vielleicht schon ein bisschen Hybris? Ist ein bisschen übertrieben, aber natürlich will man das. Als Spieler muss man sich ja die Ziele hochstecken und ja, sie werden es schon sehen, dass die Qualität nicht ausreichen wird, aber man muss es dort durchaus positiv sehen, dass sie, wie sie auftreten, dass der Dani, Trainer von den Russen, Tschetschenow, den du noch als aktiven Goalie-Counterpart sozusagen genau, kennst. Genau, gegen den habe ich ja sehr oft gespielt. Der hat auch das glückliche Händchen im Moment, ja, muss man sagen. Er hat genau, der auf die Richtung tauscht gut ein, derjenige, der eintauscht, ist gleich da. Also das, wenn du einen Lauf hast, das setzt schon enorme Kräfte frei. Und werden wir schauen, ob sie es dann gegen, wie sie es taktisch dann anlegen, gegen wirklich bessere Mannschaften. Das ist schon eine ganz andere Liga dann, wenn sie ins Achtelfinale kommen. Wir machen damit den Wechselpass nach Uruguay und widmen uns da speziell einem Spieler, der vom Namen her das komplette Kollektiv natürlich überstrahlt. Die Rede kann natürlich nur von Luis Suarez sein. Der hat gegen Saudi-Arabien sein 100. Länderspiel bestritten und das gleich standesgemäß mit dem Goldtor erzielt. Aber es gibt noch ein interessantes Jubiläum, hätte ich fast gesagt, aber ein interessantes Datum, das es bezüglich Luis Suarez dieser Tage zu besprechen gibt. Nämlich gestern, vor 4 Jahren, auch bei einer Weltmeisterschaft, hat er im wahrsten Sinne des Wortes zugebissen gegen den Italiener Chiellini. Michi, wie frisch sind die Erinnerungen für dich persönlich noch an dieses Spiel? Ja, wie wenn es gestern gewesen wäre, das vergisst man natürlich nie. So eine Aktion gehört nicht am Fußballplatz. Aber er lässt sich immer wieder zu solchen Attacken hinreißen, lustigerweise. Du hast erzählt, dass das im Training sogar... Genau, Felix hat ja auch, genau wie Suarez, Ajax-Vergangenheit vorgefallen ist. Und das, ja, er hat sich da scheinbar überhaupt nicht im Griff. Wenn es dann wirklich sehr emotional wird, dann beißt er zu. Jetzt hat er sich schon länger nichts erlaubt und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Felix, wie bewertest du das Gesamtphänomen Luis Suarez sozusagen? Also, dass er kicken kann, ist wohl unbestritten, aber wie sehr sind seine Eskapaden, die jetzt in letzter Zeit eh abzunehmen scheinen, verkraftbar für eine Mannschaft? Naja, jetzt, glaube ich, bei Barcelona hat er sich gefunden. Mhm. Ich habe die Geschichten, ich war ja immer 2-3 Mal im Jahr in Amsterdam und wie zu seiner Zeit, er war schon, wir haben gerade vorher auch gesprochen, Ibrahimovic und Suarez waren eigentlich zwei Spieler, die, wenn sie nicht Qualität und Potenzial gehabt hätten, hätte Ajax weggegeben, sofort. Weil sie sehr aggressiv waren, haben auch gern zugeschlagen, haben gerauft und haben sich mit den Trainern und so weiter auch auseinandergesetzt, verbal. Und der Suarez war eben der Beißer, der hat auch dort zugebissen und war nicht beliebt bei den Spielern. Ja? Aber aufgrund dessen, dass er die Tore geschossen hat, hat Ajax gesagt, okay, schauen wir, dass wir den dann halt, wenn er einmal Torschützen findet bei Ajax oder in Holland Torschützen, dann geben wir ihn sofort weg. Und er hat damals wirklich gut gespielt und hat sehr viele Tore geschossen und Barcelona hat ihn dann sofort genommen. Also von der Qualität gibt es überhaupt keine. Aber er dürfte ein psychisches Problem haben. Wenn es nicht so läuft, wie er sich vorstellt, auch schon in der Jugend, dann wird er halt sehr, sehr aggressiv. Und hat sich, glaube ich, jetzt in Barcelona richtig gut eingefügt. Und da, glaube ich, kommt nichts vor. Es ist ein Top-Stürmer, gibt es ja überhaupt kein Thema. Mal schauen, was er uns heute zu bieten hat. Uruguay hat bisher 2x1:0 gewonnen. Viel effektiver kann man offenbar nicht spielen, als das die Uruguayaner bis jetzt getan haben. Muss man vielleicht in einer Vorrunde bei einem Großereignis so spielen, damit man dann sich das Steigerungspotenzial sozusagen aufbewahrt für die K.O.-Runde, Michi? Wenn sie es absichtlich so machen, ist alles aufgegangen. Ja. Aber normalerweise, ich habe mir mehr erwartet von der Offensive, weil Cavani, Suarez, das sind schon Torgaranten, ja, also Cavani überhaupt normalerweise. Aber vielleicht sehen wir gerade heute ein Torfestival, jetzt können wir uns locker drauf losspielen. Und schaut sicher von der Taktik her ganz anders aus. Es ist auch die Frage, wer wird wirklich auflaufen, ob man sich die Kräfte einteilt, ob es ihnen egal ist, ob sie Erster oder Zweiter werden. Schauen wir mal. Also ich lasse mich gerne überraschen und würde gerne viele Tore sehen.
Alles klar, dann machen wir zum Abschluss noch einen ganz kurzen Blick auf das zweite Spiel, das ja parallel läuft. Ägypten gegen Saudi-Arabien. Da geht es, Felix, wienerisch gesagt, um die goldene Preiselbeere. Ich glaube nicht. Ägypten Ananas. Und Saudi-Arabien, glaube ich, von der Mentalität her. Unabhängig davon, aber von der Tabellenkonstellation muss man wahrscheinlich sagen, dass Ägypten schon hinter den Erwartungen geblieben ist. Naja, glaube ich nicht. Aber sie haben natürlich alles am Salah gesetzt. Der Salah hat sich halt dann leider im Champions League-Finale verletzt. Dann ist der beste Mann sozusagen verletzt mitgefahren, hat sich wahrscheinlich noch fit spritzen lassen, hat dann noch gespielt und das wird halt international sofort beobachtet. Und ich schätze, dass heute Feuer am Dach ist bei beiden Mannschaften, weil doch, das ist, sage jetzt einmal, nicht weit entfernt, Ägypten und Saudi-Arabien. Und die Mentalität in der Geschichte wird sicher einiges auf Platz bringen. Jetzt muss ich dir uncharmanterweise ins Wort fallen, weil wir müssen schon aussteigen, nicht aber ohne euch noch beiden jeweils zwei Ergebnistipps abzuluxen. Michi, Uruguay gegen Russland. 2-1 Uruguay. Saudi-Arabien gegen Ägypten. Ägypten gewinnt 1-0. Felix Gasserlich. 1-1 Uruguay, Russland und Ägypten gewinnt 3-1. Alles klar, wir werden es beobachten und in Kürze wissen. Wir melden uns dann in der Halbzeit wieder. Jetzt wünschen wir zwei spannende Spiele und bis gleich.